Warte mal, abbrechen, abbrechen. Pause. Wer ist das? Party? Nee, Party nicht. Achso, sie hat uns nur gratuliert wegen dem... Wer war das denn gerade? Ist die Person wichtig für uns? D'Angelo, ja. Ist er. Deswegen chatten wir mal ganz kurz mit ihm. Damit wir das wieder fresh kriegen. Und dann haben wir das Video. Weil das Video muss in 3 Tagen raus sein. Deswegen hauen wir das mal schnell raus. Es wird wichtig, es ist wichtig. Wir müssen das noch schaffen, das rauszuhauen. Coole Begrüßung. Ich glaube, die Leute fahren auf mich ab, Alter. Ich habe schon 40.000 Abonnenten. Episches Spiel. Da sind wir wieder viel fröhlich drüber. Du hast dein Easter Egg gefunden. Es wird mal so kommentiert. Dann können wir Zusammenfassung des Spiels, einen sinnlosen Kommentar raushauen. Und dann zum Ende noch eine Verabschiedung. Können wir leider nicht mehr machen, alles klar. Ist auch nicht so schlimm. Hoffe ich mal. Und dann hauen wir mal alles raus, was wir raushauen können. Und hauen das hier wunderbar raus. Wir sind ein super schneller Arbeiter, wie man sieht. Dann gehen wir mal schlafen. Was essen und dann wieder lernen. 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 Brauche ich nicht klicken, weil öfter kann ich eh nicht. Das läuft doch, das läuft doch. Das eine Video ist im Upload. Das wird bis zum 29. noch hoch sein. Hoffe ich. Müsste zumindest. Und dann ist die Prüfung auch schon fast. Und danach gehen wir erstmal ins Kino. Nice. Das kriegen wir doch alles locker hin, oder? Dann chatten wir nochmal, wenn wir Zeit haben, mit den coolen YouTubern. Nachdem wir im Kino waren mit unserer Mia. Weil vielleicht können wir dann irgendwie zusammen ein Video machen. Vielleicht geht das ja hier. Ich meine da mal was irgendwie gesehen oder gehört zu haben. Ergebnis anzeigen. Nice. Und da sind die Kommentare auch ganz gut. Können wir dann ja auch mal direkt bewerben. Und du gehst jetzt nochmal lernen, genau. Es läuft doch alles ganz gut. Wir müssen nur bald mal ausziehen. Jetzt meckert der Typ uns an, dass wir nicht mit dem zusammenziehen wollten. Tut mir halt leid. So, bei Francis ist... bei ihr ist ja, bei ihm ist... Ja, das sieht ganz gut aus. Francis müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen besser anfreunden. 4 Stunden können wir mal arbeiten gehen und dann nochmal lernen. Und dann nochmal lernen und dann nochmal lernen. Jetzt wird nochmal richtig gepaukt vor der Prüfung. Das Video ist online, ne? Das war doch das richtige Spiel, oder nicht? Das ist nicht das, wo... Und ich hatte 50.000 Abonnenten erreicht. So langsam konnte man mich zu den bekannten YouTubern zählen. Doch mein Zimmer wurde viel zu klein für mich und brauchte ein größeres und einen größeren Ort, um noch mehr Videos zu machen. Brauchte ich meine eigene Wohnung. Tja, ich ziehe aber nicht aus. Ich bleibe bei Mutti. Bis ich 1 Million Abos habe, dann ziehe ich aus. Oh Mann. Aber wenn man sich das so mal anguckt auf meinem Kanal hier, würde man fast behaupten, dass das sehr gut läuft, oder? Hier. Also wir haben, ja, es wird auf jeden Fall höher immer. Manchmal haben wir so einen kleinen Hänger drin, sind dann meistens wahrscheinlich so die Vlogs und sowas. Dann kann man das aber auch nicht verübeln. Ich habe diese Woche gut gelernt. Nee, wir können ruhig nochmal lernen gehen. Okay, geht nicht. Dann machen wir halt ein Video. Ist mir auch egal. Ist mir auch egal, dann mache ich halt ein Video. So, noch eins. Yo. Yo. Titel machen wir jetzt noch nicht. Erst wenn ich meine 100.000 Abonnenten habe, dann mache ich coole Videonamen, okay? Okay, dann nicht. Fröhliche Äußerung. Einen ernsten Kommentar. Dann nicht, Mann! Lustigen. Dann halt nicht, ey. Mann, ey. Wieder alles verkackt irgendwie. Versteh's halt immer noch nicht. Tut mir leid. Tut mir ja leid.
Aber ich finde das schon mal cool, dass wir alles, was an Nachbearbeitung gemacht werden kann, wir uns auch wirklich leisten können. So, der wird repariert. Was will er? Party. Können wir machen. Ich habe ja eh gut gelernt und sowas. Und in der Disco. Dann gehen wir halt mal mit einer coolen Cappy in der Disco. Und mit einer stinknormalen schwarzen Hose. Coolen Turnschuhen und so gehen wir da in der Disco. $50.000 Abos, Alter. Ergebnis anzeigen. Ich wollte das Ergebnis auch anzeigen. Daneben nicht, Mann. Mir doch egal. Dann sind wir schon wieder in der Disco. Warum kann man in der Disco hier keine Dings machen? Das verstehe ich nicht. Will ich auch Vlogs machen? Anila. Unsere coole Freundin ist nicht hier, ne? Ne, Casey. Carlton. Flirten. Ne, ich flirte nicht mit einem anderen Mädchen. Weil ich bin vergeben. Ja. Wer hat uns denn überhaupt eingeladen? Wer war das? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ, der uns eingeladen hat? Ist da hinten unsere Freundin? Ja! Da ist sie! Schnell, die redet mit jemand anders! Geh hin! Das geht ja gar nicht hier, ne? Die gehört uns, Kollege. Ach nee, das ist auch ein Mädchen. Okay, dann ist es nicht schlimm. Dann ist ja nicht schlimm. Sie will nicht mit mir tanzen. Mann, scheiße. Die will nicht mit mir tanzen. Warum will sie nicht mit mir tanzen? Müssen wir in die nächste Stufe erst wieder kommen? Habe ich letztes Mal zu viel getanzt? Bin ich dir zu aufdringlich? Es tut mir doch leid, aber ich bin sehr interessiert an dir. Tut mir leid. Da muss man hart arbeiten, um eine Freundin zu bekommen. Hart, hart arbeiten. Ja! Nächster Schritt erreicht. Können wir jetzt tanzen? Ja, Mann. Komm, wir tanzen den Abend, Alter. Du kannst dich verpissen, ey. Du kannst dich verpissen, habe ich gesagt. Ja, das ist schön abwechselnd machen hier. Tanzen, reden, tanzen, reden. Ich würde dir gerne ein Geschenk machen, aber irgendwie kann ich das nicht. Okay, sie hat... ein Geschenk! Tada! Cool, Alter. Wir werden richtig, richtig dicke werden wir. Ich war früher auch mal ein YouTuber wie du. Dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Ach du Scheiße. Hoffentlich kommt das Flirten gut an. Nicht, dass sie uns jetzt voll den dicken Korb gibt. Das ist das erste Mal, dass ich das ausprobiere. Ich weiß auch nicht, was er versucht. Ah, das sieht schon mal nicht gut aus. Gegähnt. Oh, 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 sie gähnt. Das war nicht gut. Machen wir mal so weiter wie bisher. Das muss noch ein bisschen Plus geben hier. Für sie bleibe ich lange wach. Haben wir eigentlich am nächsten Tag die Prüfung oder? Wann ist die? Ist die Party um 0 Uhr vielleicht auch automatisch zu Ende? Ich weiß es nicht. Könnt ihr einfach mal ausprobieren. Okay, 24 Uhr. Nur so angemerkt, sie hat einen Pfeil ins Knie bekommen. Man hat keine Knieprobleme, kann trotzdem noch voll geil tanzen und so. Läuft bei ihr. Oh, wir können ja einfach mal versuchen, sie zu umarmen oder so. Gibt bestimmt die richtig dicke Minuspunkte, aber ist egal. Ich gehe ja jetzt, deswegen sage ich einmal Tschüss, okay? Jo, das war genau passend, Alter. Ich habe jetzt nicht auf Verlassen geklickt, sondern die Party war halt zu Ende. Das Video kam sehr gut an. Können wir auch mal direkt bewerben. Note 1, komm bitte. Wieso wird mir das nicht angezeigt? Wo kann ich das denn angucken? $50 für eine 1. Yay. Mehr nicht. Gut, dann eben nicht. Wir können ja trotzdem mal schauen, dass wir noch ein Video machen. Dann können wir wieder dick arbeiten gehen. Ein Review würde ich auch mal gerne machen, aber kann ich ja anscheinend noch nicht. Die Abonnenten steigen aber trotzdem. Einfach pro Video, was ich mache, gibt es einfach mal richtig fett
1000, 2000 Abos dazu. Du hast ein Easter Egg gefunden. Das wird ein gutes Video. Und das akzeptieren wir natürlich auch. Hätte ich nicht gerade mein eigenes Video gemacht, hätte ich auch kein Problem damit, aber... Ich habe zufällig gerade mein eigenes Video gemacht. Gut, dann gehen wir nochmal lernen. Und lernen. Und arbeiten für 6 Stunden und dann gehen wir schlafen und essen. Scheiße, ich muss ja noch ins Kino. Das habe ich ja voll vergessen, dass ich mit Mia ins Kino muss. Aber gut, rocken wir schon. Das Spiel mache ich später auf. Oder muss ich das aufmachen? Ich hoffe nicht. Zieh dich um. So, dann gehen wir mal wunderbar schön. Formelle Kleidung, andere Schuhe wären vielleicht nice. So. Ja, die Hose passt schon. Oberteil noch ein feines vielleicht. Ich habe kein Hemd, das ist blöd. Ja. Nehmen wir einfach ein weißes Hemd. Das sieht schon ganz gut aus, denke ich. Meist gesehen, 500.000 Aufrufe. Ergebnis anzeigen. Mann! Ich will mich doch um meine Videos kümmern. Und das eine will ich doch bewerben. Mensch, Mensch, Mensch. Nein. Reden erstmal. Und ein Geschenk geben. Ne, machen wir das Geschenk am Ende des. Ne, machen wir das jetzt. Dann würde ich mal sagen. Flirten wir im Kino, oder? Lustiger Kommentar zu Beginn. Dann nicht. Dann ein ernsten Kommentar. Okay, dann nicht. Warum ist alles falsch? Danke. Wenigstens etwas. So. Aber bevor wir das machen, müssten wir eigentlich... nach einem Date fragen. Haha, Dinge zwischen uns sind interessanter geworden. Mal sehen, wie es weitergeht. Oh. Okay, dann würde ich mal sagen, bewegen wir uns jetzt mal. Ich glaube, das mit dem einen Video werde ich fast nicht hinbekommen. Aber wir versuchen es natürlich. Jetzt machen wir mal ein bisschen Fotos hier wieder, ne? Es sei denn, ne, da stellen sich andere hin, dann brauchen wir keine Fotos machen. Tschüss. Gehen wir in den Saal. Und da können wir auch noch mal ein bisschen flirten, vielleicht während des Films. Vielleicht geht das ja. Ist aber auch eine Süße, oder? Ist doch eine Süße. So, dann nehmen wir uns doch einfach mal eine Ecke ganz hinten in der Ecke, wo wir schön in Ruhe sind. Da ist auch Platz dazwischen. Hauptsache, die kommt mit mir mit. Wenn nicht, hätten wir ein Problem. Na komm. Cutie, cutie, süßi, süßi, du. So, und jetzt müssen wir wieder reden. Und wir sind in so einem verliebten Status. Cool. Also ich glaube, ich mache alles richtig mit dir, oder? Ich könnte Tippgeber werden, Beziehungsberater. Date-Doktor. Noch besser. So, der Film ist zu Ende. Dann werden wir auch wieder gehen. Wir haben leider nicht zu Ende reden können. Aber gut. Ich meine, sie kann mich auch mal zu Hause besuchen, oder? Am liebsten würde ich mit ihr eine WG machen. Gibt's nicht irgendwie? Und so, da ist jetzt das eine Spiel. Das würde ich super gerne einmal... Moment. Bevor wir das machen, möchte ich einmal das Video bewerten. Bewerben, meine ich. So, und jetzt machen wir für den einen das Video... War das jetzt ein Gameplay oder was war das denn? Gameplay von Screaming Assault. Habe ich das denn? Ja, habe ich bekommen von ihm. Machen wir davon ein Gameplay. Und das muss natürlich schnell fertig werden, deswegen machen wir einmal weiter.
So, Wirken der Begrüßung. Kann ja nur gut sein. Ein ernster Kommentar. Kann nicht gut sein, aber gut. Hauptmenü. Einen sarkastischen. Du überholst deine Gegner wieder sarkastisch. Na nicht. Du schaltest die Kamera aus. Abspann. Schade. Oh, wer ist das denn? Wer ist das denn? Egal, machen wir mal eben schnell das Video fertig. Mal rendern das mal. So, bevor der abhaut, wer ist das? Willst du dich unterhalten? Das ist doch nicht Mia! Das ist doch nicht Mia! Warum sieht die auf einmal so anders aus? Ist sie dumm? Das kann doch nicht sein, dass sie auf einmal ein Mann ist. Willst du mich veräppeln? Ich will nicht mit einem Mann zusammen sein. Scheiße. Ach, das ist Isaac. Der hat mich ins Kino eingeladen. War auch cool. Warum stand da gerade Mia? Ich meine, ich hätte nichts dagegen mit dem... Also wenn jemand anders hier mit dem Mann zusammen ist oder so, ne? Aber... Ich hatte mir eigentlich Mia ausgesucht. Und das soll auch bitte so bleiben. Wäre sehr nett. Ja, ja, ich bin noch nicht bekannt. Ja, bla, bla, bla. Arschloch. Habe ich nicht gesagt, habe ich nicht gesagt, habe ich nicht gesagt, habe ich nicht gesagt. Alles vergesst bitte. So. Ja, dann setzen wir uns einfach mal irgendwo hin, weil bei ihm ist es ja egal. Da müssen wir nicht unbedingt privat werden oder so, ne? Mit denen können wir uns ganz normal unterhalten. So, wir reden jetzt einfach so lange, bis das Kino hier vorbei ist. So, Film ist zu Ende. Warum macht der das Menü auf? Wir haben mit ihm fertig geredet. Danke, dass du so ein bla bla bla. Ich meine, wir müssen ja nicht hunderte gute Freunde haben, denn... es ist eher wichtig, dass man ein paar gute Freunde hat und nicht viele Freunde. So. Und ich würde schon fast sagen, was sagt unser Terminkalender? Kino. Wollen wir nicht mit unserer Perle mal ins Kino gehen? Gehen wir mit ihr auf ein Festival? Aber nicht jetzt, oder? Ich würde mal sagen, erstmal gehen wir. Ja, wir gehen ein bisschen lernen. Und dann am besten nochmal arbeiten für 4 Stunden. Dann können wir essen, schlafen. Und dann schauen wir mal. Die Videos laufen ja, das ist gut. Ich würde mich auch wirklich gerne jetzt langsam mal nach einer neuen Wohnung umgucken. Halt auch einfach, weil dann würde die Chance halt bestehen, dass sie bei mir wohnen könnte irgendwann. Weil hier einziehen ist schlecht bei Mutti, ne? Ach, was will Mutti denn jetzt? Will sie wieder meckern, weil ich nicht gelernt habe? Ich war gerade lernen zweimal. Also sei ruhig.